Hallo liebe Dragon Ball Z, du bist zwei Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, wo wir versuchen, die Story weiterzumachen. Auf Zeitpatrouille gehen! Wir werden. Also sowas von und jetzt Freezer, fick dich! So, direkt Start, alles skippen, ich will die Videos gar nicht erst sehen. Ich will direkt den Kampf gegen Freezer. Gegen Freezer und dann gegen seinen Bruder. Finalkampf, Kräfte verschwinden. Ups, denk dran, der erste Kampf ist auch leicht mit den ersten Formen. Die werden erst danach ein bisschen unangenehm. Ja, ja. Das heißt, vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn ich eine Energieladung hinlegen würde. Und schon ein bisschen meine Punkte auflade. Oh, ich hasse diese Mission. Warum ist sie eigentlich so schwer? Ich hasse es, wenn Spiele der Meinung sind, ohohoho, jetzt machen wir die eine Mission oder die eine Stelle, die jetzt so viel schwerer ist als alles andere. Leck mich. Ich hasse es, wenn Spiele sowas machen. Ich weiß, damit aber du das weißt, ist die eine, Leute das ist eine unpopuläre Meinung, die ich hier jetzt vertrete. Ist halt wirklich so. Die Leute werden sich jetzt sagen, was, MOP? Aber ich liebe es, wenn Spiele grundlos auf einmal schwerer werden. Dann kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was dein Problem ist. Tut mir leid. Das Ding ist halt, Mob, man muss es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Die Perspektive für uns ist, wir wollen das aufnehmen und das möglichst reibungslos. Ohne Probleme. Das soll einfach, ne? Wir haben aber auch schon drüber geredet, dass wir schwere Spiele nicht mögen. Glücklich sein, ja. Das hat er nichts mit aufnehmen. Das ist eine prinzipielle Vorliebe von mir. Dann kommt nämlich noch eine Sache. Ja. Junge Menschen. Alter, ich werde so verprügelt, ich habe gar keine Chance. Ich habe gar keine Chance. Ich hau Freezer gerade richtig hart auf die Fresse. Ich habe null Chance. Ich bin gleich tot. Ich brauch doch gar keine Items einsetzen. Ich glaube, ich schaff's dieses Mal. Ey, mein streng genommen. Nein, Bro, du solltest es schon auch schaffen. Das ist sehr dumm, wenn ich das nur noch alleine spiele. Ja, gibt's Schlimmeres. Das Ding ist halt. Oh Gott, jetzt haut mir Freezer auf die Fresse. Ich schaff es nicht. Aber. Nee, ich hab gar keine Chance. Ich hab keine Chance. So, Freezer hat weniger als einen Balken jetzt. Bei mir nicht. Noch anderthalb und aber ich verstehe auch nicht, warum der bei mir nichts macht. Ich fliege halt die ganze Zeit auf ihn zu und er prügelt ganz normal auf ihn ein. Der wehrt sich halt nicht. Wen machst du jetzt eigentlich zuerst? Cooler oder Freezer? Ich bin schon tot. Ich starte neu. Aber wen hast du versucht? Ich habe davor nämlich Cooler versucht. Freezer. Der hat mir auch echt. Oh. Na, und ich hatte keine Chance. Ja, aber junge Menschen haben in der Regel wenig Geld. So. Ja. Die müssen also aus so einem Spiel das Maximale rausholen. Ja, aber im Falle von Xenoverse 2 gibt es doch die Parallel Quests. Da können sie doch den ganzen Bullshit-Schwierigkeitsgrad reinpacken. Das ist ja rein optional. Als junger Mensch freust du dich über jede Stelle, wo du hängen bleibst. Nee. Ich habe mich immer gehasst. Du hast Zelda mit Komplettlösung früher gespielt. Ja, später. Du bist nirgendwo hängen geblieben. Fuck, fuck, fuck! Ich hatte die Komplettlösung nicht ab Day 1. Bitte. Oh, Freezer wird unangenehm. Freezer haut mir jetzt auch so. Oh, Alter. Lass mich in Ruhe jetzt. Oh, für Scheiße. Gott. Okay. Hey, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wollo. Ich habe ja meinen super Kaioken-Angriff und damit habe ich Freezer gerade so viel Schaden gemacht. Es tut mir leid, ich würde jetzt gerne nochmal mehr über Schwierigkeitsgrade reden, aber. Goku, mach doch was bitte. Mach was Hilfreiches. Irgendwas wie nicht das, was du jetzt gerade. Wobei, lenk weiter Cooler ab. Oh Gott, Wollo, 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 Wollo. Ich glaube, Freezer ist gleich down. Wenn ich glaube, meine ich, er hat kaum noch Leben. Ich weiß, dass er gleich down ist. Oh mein Gott, Wollo. Freezer ist down. Oh, Freezer down. Wollo. Oh, ich habe gerade minimal bessere Chancen, aber. Bei mir war es auch mehr Glück als alles andere, weil wenn Freezer sich mal gewehrt hat, dann hat er mir auch richtig auf die Fresse gehauen. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Sag mal, hast du auch den Kaioken-Angriff schon gekauft irgendwo? Ich habe den Kaioken-Angriff, aber der macht bei mir gar nicht. Den musst du gedrückt lassen. Den musst du gedrückt lassen, den Kaioken-Angriff. Du vor den Kia hast dann Kaioken-Angriff und dann durchhauen. Ah. Ansonsten halt immer prügeln. Meistens halt prügel ich auch, aber mit dem Kaioken-Angriff, der macht bei mir halt echt gut viel Schaden. Der macht ungefähr ein Viertel von den Balken weg oder so. Wenn ich da halt den komplett machen kann. Und ich kann dir sagen, wenn einer von beiden down ist, dann ist das relativ easy. Und wir alle mögen Spiele, die easy sind. Auf jeden Fall. Goku hatte ich noch, ja. Okay. Hm?
Nee, ich dachte gerade, wenn mein Goku down wäre, wäre das schön. Also keine Gruppenenergie. Ich habe Freezer fast tot. Zweite Form? Ja, ja, volle Kraft, ne? Alter, der Wollo! Der holt den Freezer weg! Der ist Weltenretter, der Mann! Der rettet die Namekianer! Ja, locker! Freezer ist down! Alter! Items ist jetzt kann ich auf Y. Energiekapsel jetzt noch cooler, der hat noch volle Energie, obwohl Goku die ganze Zeit mit ihm kämpft. Ja, hat er bei mir auch, aber der leistet dann, wenn du Freezer down hast, dann... Vor allem Goku lenkt cooler auch ab, das heißt, wenn du mal eine kurze Pause brauchst, kannst du einfach wegfliegen. Ah, nein, das kann nicht sein! Doch, das kann sein, Cooler, mein Guter! Freezer, was hast du zur Verteilung zu sagen? Shit, Wollo! Goku gegen Freezer! Sehr epischer Moment! Oh, war so ein guter Moment in der Serie. Es war, glaube ich, der beste Moment, als Goku zum ersten Mal zum Super Saiyajin wurde. Ja, da war es ja noch was Besonderes danach. Ja, bei mir nicht, weil als ich es gesehen habe, ich habe es erst im zweiten Durchlauf gesehen. Und die Sache ist, das Intro, was beim zweiten Durchlauf auf RTL 2 gelaufen ist immer, das war das Intro von der Buu-Saga. Das heißt, da waren dann der erwachsene Gohan und alle sind Super Saiyajins geworden im Intro und sowas. Ja gut, ich wusste das auch vorher. Ich hatte ja den Manga gelesen. Alter. Ja, klar war mir das klar. Sorry, aber... Ja, ja, gut. Aber... Der Gute, Alter, warst du aber beim Manga davor. Der Cooler fickt mich! Schnell, flieg weg und heil dich. Ich glaube, ich habe meine einzige Heilkapsel schon benutzt. Wieso hast du nur eine einzige? Ich habe vier. Ich habe zwei Stück verwendet. Hey, mein Bunditor ist angegangen. Okay, ich habe ihn besiegt. Zwar auf die lameste Art und Weise, die es gibt, aber... Ey, der wurde heute besiegt. Dann hat er die geilen Strahlen draufgefeuert. Ich hoffe so, dass ich dran denke, das rauszuschneiden. Bei mir war jetzt nämlich die ganze Zeit nur der Ergebnisbildschirm zu sehen. Ich hoffe auch. geile Wölkchen. Da haben sie die geilen Videos rausgehauen. Oh, der Schlumpf. Und da ist Mopperator. Und da ist Moggerator. Alter. Das ist ein episches Treffen hier. Bei dir nicht, bei dir ist so ein random Standard-NPC, oder? Natürlich. Wer ist der Mann hinter der Maske? Wollo, hast du eine Ahnung, wer der Mann hinter der Maske war? Ja. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber der mit dem Goku. Apfel. Nee. Ach nee. Ja, okay, war der andere. Ja, das war, der hat seine Maske abgenommen, der Haufen Scheiße. Also gut gemacht. Ich war auch richtig schockiert, als Cooler aufgetaucht ist. War ich halt wirklich beim ersten Mal. Er war scheiße. Okay, Wollo, bist du bereit für die Cyborgs? Cyborgs-Saga habe ich gehört. Es lädt noch? Jetzt labern die erstmal, oder? Achso, ja. Die führen Dialoge, die ich mir eh nie durchgelesen habe. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Story von dem Spiel fucking dumm und langweilig ist. Wohl bei jedem Spiel. Oh, das Haus des Oberältesten ist jetzt gefährdet. Trommelwirbel, du bist jetzt kein Zeitsoldat in Ausbildung mehr, sondern ein Elite-Zeitsoldat. Vielleicht hiermit die Fluglizenz, Wollo. Mit anderen Worten, du darfst jetzt auch hier in Dingens City herumfliegen. Alter! Fluglizenz! Wenn du jetzt links... Ja. Alter. Endlich. Geile Fluglizenz. Das macht Sinn. Ja gut, machen wir gleich hier diese Story-Mission, würde ich sagen. Mhm. Oh, ich bin so froh, dass wir die Fuck-Mission hinter uns haben. Das war echt die schlimmste. Wobei natürlich auch noch ein paar Missionen kommen, die relativ unschön werden. Ich bin mal gespannt. Was? Willst du dir zur Zeitkammer, um dir die Veränderung der Geschichte anzusehen, oder willst du lieber nach Trunks suchen? Suchen wir nach Trunks, oder? Ich hoffe, das wird nicht ranzig. Aber ja, wir suchen nach Trunks. Frag mich, wo er steckt. Ich wundere mich auch. Vielleicht ist er durch die Zeit gereist, weil jetzt sind wir in dem Teil von der Story angekommen, wo in Dragon Ball Z Trunks durch die Zeit gereist ist. Oh, Gohan wird sterben. Oh nein. Das Problem an Gohan ist, dass er nur einen Arm hat. Weißt du, woran mich das erinnert? Aber ja, er hat doch zwei Arme. Eigentlich hat er einen da verloren. Das erinnert mich an den Moment, als Tenshin Hatt seine Hand verloren hat im Kampf gegen Nappa. Das war glaube ich, eine krasse Sache, ne? Jetzt sollte ich nochmal genauer drauf eingehen. Eventuell erzähl mal. Oh, pass auf, jetzt wird super traurig. Ich glaube, er ist tot. Nein.
Was war eigentlich in der Zukunft mit den Dragon Balls? Die Cyborgs haben alle getötet. Das heißt, sie haben auch Piccolo getötet. Auch den Gott, okay. Ja, okay. Nee, wenn Piccolo stirbt, dann er und Gott sind ja quasi eigentlich eins. Wenn Piccolo stirbt, yeah, stirbt auch der Gott, ja. Ich glaube, Trunks wurde zum Super Saiyajin. Der ist schon auf Level 40. Warum macht der das dann nicht? Wieso muss ich das dann machen? Das ist eine gute Frage. Oh, Level 24. Oh, fucking Trunks, es war der Trunks aus der Vergangenheit, / Zukunft. Das ist fucking verwirrend. Vor allem am schlimmsten war das, was sie... Oh Gott, ich glaube, das war... Nee, es war, glaube ich, in der vorletzten Dragon Ball Super Folge, wo sie dann drüber erzählt haben, in was für ein Universum Trunks und Mai dann zurückkehren. Wo sie dann erzählt haben, wie viele Zeitstränge sie erschaffen haben und alles. Ja. Das war eine Stelle, wo ich mir dachte, wollt ihr mich verarschen? Aber so haben wir dann auch die Möglichkeit, dass aus einem anderen Zeitstrang nochmal wieder ein Trunks zurückkommen kann. Sagen kann, oh, ich will aber Trunks nicht zurück, der ging mir voll auf den Sack. Geht eigentlich. Könnte schlimmer sein. Also der junge Trunks ist schlimmer, finde ich. Oh ja. Weißt du, wer aber nicht schlimm ist? Der junge Goten. Der hatte nicht einen Auftritt. Doch, hat er. Ja, ein paar, aber der ist ja so vergessen worden. Sehr kurz. Ja. Immer nur sehr kurz. Ich glaube, einmal haben sie versucht zu fusionieren. War's ja. Dann. Oh shit, das Super C16. Hoffnungsloser Hoffnungskampf. Krieger Son Gohan. Okay, wir sind also in der komischen Parallelzukunft. Ja, warum nicht? Bist du bereit, Cyborgs auf die Fresse zu hauen? Selbstverständlich. Aber Cyborg 16 ist doch ein netter. Der ist ja eigentlich ein Androide. Glaube ich. Hier steht Cyborg. Ich glaube im Spiel. Ich glaube, wobei er basiert ja eigentlich auf Menschen, aber er ist eigentlich nur Maschine. Wobei ich bis heute, ich habe immer noch nicht verstanden, inwiefern sie 17 und 18, ob sie jetzt noch zur Hälfte Mensch sind oder nicht, oder was das Ganze soll. Die 17 ist doch die Frau, oder? Ne, 18 war die Frau. Okay, die ist doch jetzt ein kompletter Mensch, oder? Am Ende geworden? Ich glaube schon. Die hat ein Kind gekriegt mit Krediten. Ja. Muss ein kompletter Mensch sein. Ich weiß nicht. Bitte den. Müssen wir etwa sagen, Roboter dürfen keine Kinder bekommen. Und der andere? Die 17, den hat man am Ende von, ich glaube, Dragon Ball Z gesehen, als Goku die Super-Duper-Genki damals auf Energie gesammelt hat. Der ist auch irgendwo auf der Erde unterwegs. Ja, ja. Wurde scheinbar auch wieder belebt dann. Hab mich beruhigt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, C16 bei dem, als er geschädigt wurde und der... Der war kaputt. Ja, bei dem hat man ja gesehen, dass er ein richtiger Roboter dann war. Ja, genau. Und ich glaube, der die war ersten, auch komplett ein Roboter. Ja, ich glaube, Dr. Gero und der andere waren das auch. C19, der eine Weiße. Die waren, glaube ich, auch komplette Roboter. Und dann gibt es noch Cell zum Beispiel. Er ist ja eigentlich gar kein Cyborg. Er ist ja ein richtiges Lebewesen. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon, der ist ja aus dem Ei geschlüpft und sowas. Da gab es ja ein Embryo von ihm auch. Das ist fucking verwirrend. Vor allem, ist schon ewig her, dass ich das Ganze gesehen habe. Vielleicht nicht sagen, dass ich das verwirrend finde. Eigentlich gibt es so viele verschiedene Arten. Können wir bestimmt alles rausfinden, wenn man kurz googelt. Hey, C16 ist down. Schon lange. Oh. Ja, ich, oh Gott, Schlumpf. Schlumpf, klassisch. Der ist Mira, sag ruhig. Mit Doppel-I, Er ist ein richtig süßer. Ich bin mir sicher, auf MySpace war er ein richtiger Star. Ah, ich bin Mira und da hat er seine Bilder gepostet von schwarz-weiß Händen mit einem roten Herz aus Blut darauf. Och, Mira, du bist doch so einer. Also, wenn ich den Rock so sehe, ja. Oh, könnte sein, ne? Gibt's das eigentlich noch, die Teenies, die ihre Emo-Herzchenbilder bestimmt? Die so eine Scheiße postet, gibt bestimmt noch. Was machen denn die Teenies heutzutage? Ich kann... Muss der jetzt gestehen, Mogi? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß auch nicht. Vor allem... Instagram, was läuft denn da so? Ich weiß bis heute nicht, was die Daseinsberechtigung von Instagram ist. Die posten da Bilder und schreiben da einen Text zu. Ja, aber das kann ich auf Facebook auch. Ja, ich weiß. Auf Facebook kann ich noch mehr. Theoretisch auch und so. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Aber da kannst du halt nur Bilder posten. Ja, ich verstehe es nicht, wenn Leute immer...
Ich verstehe es, wenn Leute ihren Twitter-Account mit Instagram verbunden haben und dann, oh, ich habe ein Bild hochgeladen, schaust du auf Instagram an. Lass doch einfach auf Twitter hoch! Was willst du denn von mir? Dann kriegst du keine Follower auf Instagram. Ich habe kein Instagram. Ja, ich auch nicht. Doch, ich glaube, ich habe sogar Instagram. Ich glaube, Sean, Bluebird, der hat sich da für mich mal den Namen gesichert irgendwie. Wobei, nee, ich glaube, da gab es jemanden, der sich den Namen geklaut hat. Ich habe keine Ahnung. Da gab es mal jemanden, ich glaube auch. Ja, ist fucking Instagram. Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der, ne, so ein... Oh, das Beste ist, da fällt mir ein, es gibt auch eine Fake-Facebook-Seite von mir. Okay. Das ist, keine Ahnung, wie der es mit Mythos Gaming so genannt hat. Der hat da, glaube ich, 2 Posts oder so gemacht. Da hat er auch irgendwie geschrieben, morgen kommt ein neues Video, Smiley. Also der hat wirklich so getan, als ob er ich wäre. Er hat dann ein schnelles Interesse scheinbar verloren, nach 2-3 Posts. Und die Fax-Seite hat, glaube ich, 4 oder 5.000 Likes. Oh Mann. Ja gut, aber Facebook ist ja sowieso heutzutage, ne? Guckt ja kein Schwein mehr. Ja. Wer auf Facebook nach was sucht von dir oder von irgendjemandem, der ist sowieso... Ich poste halt meine Emoji-Videos auf Facebook. Das war's, die poste ich und mehr mache ich da dann auch nicht. Okay, Mira ist down. Ne? Mhm. Ja, ich poste halt gar nichts mehr. Ich habe da halt auch knapp 10.000 Leute, die Seite geliked haben, also... Why can't I beat you? Ein paar Leute sehen es halt dann schon. Mehr. Ding ist auch so, dass also mir steht immer dran, dass es 3.000 Leute gesehen haben. Okay, na gut, dann geht's ja noch. Ja. Und auf Facebook hast du ja nochmal das Problem, dass es gar nicht jeder sehen kann. Ja, ja, außer genau. Du bezahlst. Ja, aber wie gesagt, sind halt trotzdem im Durchschnitt dann 3.000 Leute, wie es immer dran steht, insofern. Kann man machen. Der Gohan, der ist richtig stolz auf Trunks. Trunks ist richtig begeistert davon. War ja auch bei Dragon Ball Super so, ne? Wo er weggeflogen ist. Das stimmt. Dann noch Gohan gesehen hat. Da musste ich auch weinen. Echt? Natürlich, ich weine bei allen Sachen mit. Hm. Ist leider so, wenn ich sowas gucke. Oh, ich meine, im Vergleich zu dem, was die davor durchgemacht hatten, war das halt jetzt nichts. Da musste ich auch weinen. Der bei der richtigen Geschichte von Trunks, was bei ihm damals passierte, zu der Zeit, wo wir gerade spielen, das war traurig. Die Cyborgs, die alle getötet haben und dann war Gohan... Es war doch schön, dass er den wiedergesehen hat. Weißt du, deswegen musste ich weinen. Weißt du, so, schön ja, war. Aber. Ich bin so gefreut darüber. Oh, da kommen schon wieder die Tränen, wenn ich nur dran denke. Ja, kommen hier wohl die Tränen. Da habe ich nah am Wasser gebaut bei solchen Szenen. Das ist einfach so. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, was ist das eigentlich für ein Video? Einen guten Freund lässt man nicht im Stich, das stimmt. Läuft bei dir das Video auch noch? Nee, ich habe gerade meine Punkte verteilt. Ja. Entschuldigung. Ich würde dich bitten, sowas zu unterlassen. Das ist hier ein professionelles Let's Play. Ja. Das heißt für die Frechheit, dass du denkst, dass du einfach kurz da husten kannst. Was bildest du dir eigentlich ein? Das heißt das Ding, ne? Geht doch nicht. Also früher hätte ich mir gedacht, scheiße, kriegt das jetzt hin, dass ich nicht huste. Aber ich habe mal früher ein Video aufgenommen, ne? Da ich dann was einen Schluck getrunken. Da habe ich gesagt, okay, ich trinke mal schnell. Was, da ich das rausgeschüttet habe? Ja, okay, machen wir weiter. Oh. Ja, aber das waren die Regeln. Ne? Jetzt, und dann gab es eine Expertenrunde, halt so. Wo ich mit einer Pizza auf dem Schoß aufgenommen habe, wo man mich dann irgendwie da schmatzen gehört hat. So ändert sich das mit der Zeit, das ist einfach so. Ja. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, der ganzen Cyborg-Action, was da noch als für uns zu sehen gibt, sehen wir dann wohl im nächsten Part. Bis dann und gute Nacht. Tschüss.